Herzlich willkommen zum heutigen eher kurzen Video und heute soll es darum gehen, wie man seinen fotografischen Blick oder das Auge fürs Motiv etwas verbessern und trainieren kann. Also viel Spaß dabei. Ich war neulich gemeinsam mit jemandem unterwegs im Harz auf Fototour und diese Person hat mir da gesagt unterwegs, ja Mensch, hier ist echt alles voller Motive, aber man muss sie irgendwie auch sehen können und das fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Das war die Idee zu diesem Video, weil ich mir überlegt habe, wie gehe ich denn da eigentlich vor oder was habe ich in der Vergangenheit immer so gemacht, um meinen fotografischen Blick so ein bisschen zu trainieren. Ich glaube, das ist nicht unbedingt angeboren, ja klar, bei manchen Leuten schon, Kreativität ja allgemein, aber ich denke, man kann das wirklich üben und trainieren und so ein paar Sachen habe ich dir jetzt hier eben zusammengestellt. Dieses Video habe ich in verschiedene Kapitel unterteilt, mit so Markern versehen, sodass du auch mal überspringen kannst oder zurückspringen kannst, je nachdem, wie das so für dich wichtig ist gerade. Ich persönlich komme ursprünglich aus dem Bereich der Waldpädagogik, da habe ich immer noch viel mit zu tun, aber ich habe so Erfahrungen in der Führung und in den Erlebnissen und Aktivitäten mit Schulklassen. Und ich würde sagen, ich habe hunderte Veranstaltungen durch mit sicherlich tausenden Schülern und bei kleineren, bei jüngeren Schülern hat man immer so eine Übung an den Anfang gestellt, wenn man in den Wald kommt, dass die Schüler mal die Perspektive wechseln. Dazu gab es einen Spiegel und den konnten die Kinder sich so in die eine Hand nehmen und dann eben mit der Spiegelfläche so unter die oder über die Nase halten, je nachdem wie man wollte. Und dann hat man das so gekippt und konnte damit in die Baumkronen gucken. Das sollte dazu dienen, mal die Perspektive völlig zu wechseln, mal sich auf was anderes einzulassen. Und dann ist man so in so einer langen Schlange hintereinander, eine Hand am Spiegel und die andere Hand auf der Schulter des Vordermannes durch den Wald gelaufen. Das war ziemlich eindrucksvoll, nicht nur für die Kinder, sondern auch immer für uns Erwachsenen. Und das ist es immer noch jedes Mal so der Effekt, weil man einfach völlig aus seiner gewohnten Umgebung zu gucken, zu sehen, irgendwie raus ist und was ganz anderes wahrnehmen muss. Später durften die Kinder alles Mögliche ausprobieren, dann den Spiegel an die Stirn halten und auf den Boden gucken. Ja, und alle diese Übungen, die helfen tatsächlich Menschen, glaube ich, um mal diese gewohnte Perspektive, so die Höhe, die ich in den Wald gucke, zu verändern und einfach andere Perspektiven wahrzunehmen. Und es lohnt sich immer wieder, finde ich mal, nicht nur eben aus einer Höhe zu fotografieren, sondern mit der Kamera rauf und runter zu gehen, unterschiedlichste Perspektiven einzunehmen, sich einfach mal umzudrehen oder auf den Waldboden zu legen, nach oben zu gucken. Also alles Mögliche einfach mal ausprobieren, damit man so ein bisschen, ja, das wirklich trainieren kann, dass man nicht nur aus einer Ebene guckt. Und das lohnt sich tatsächlich, wenn man das immer wieder macht. Übrigens nicht nur mit der Kamera, das kann man ja auch so zwischendurch machen. Man kann das auch mit dem Smartphone machen. Das gilt aber für alle Tipps, die ich hier so habe heute. Tipp Nummer 2, den ich habe, um seinen fotografischen Blick zu trainieren, ist, such dir einfach mal ein zufälliges Motiv. Ich mache es tatsächlich manchmal so als kleine Challenge sozusagen, dass ich irgendwie so einen Fichtenzapfen nehme oder so und in den Wald hineinwerfe und wo der dann landet, da gehe ich dann hin und da fotografiere ich dann und suche mir so 3 verschiedene Bilder aus oder Einstellungen, dass ich denke, von dort, von der Stelle aus fotografiere ich. Das kann ein besonderes Pflänzchen sein, das kann Gras sein oder sowas oder da kann auch mal gar nichts wachsen und dann nehme ich eher die Weite auf oder ich fotografiere eben auch einen Baumstamm von unten nach oben. Also das ist so eine kleine Herausforderung, einfach mal so ein Zufallsmotiv zu nehmen. Ja, Vorschlag oder Tipp Nummer 3 wäre auch in der Natur, finde Linien oder Strukturen oder irgendwelche Muster. Das liest man verhältnismäßig oft und zugegeben auch in der Stadt oder bei der Architekturfotografie geht das ja vielleicht oder vermeintlich einfacher, aber auch in der Natur kann man all diese Strukturen irgendwie finden. Das können Bäume sein, die entweder noch stehen, das können aber auch liegende Bäume sein, die irgendwie auf einen Punkt hinweisen. Also man kann so schön an diesen Bäumen lang fotografieren. Das kann aber auch Gras sein, was so steht oder Getreide. Das können Formen sein wie der Mond oder so, der sich mit anderen Formen ringsherum ergänzt oder auffällt dazwischen. Naja, und so kann man all diese Muster irgendwie finden und manchmal sind es ja auch Wege oder Pfade, die dann irgendwie eine Linie zu einem Punkt hinfinden oder einen Handlauf oder was auch immer. Also irgendwie diese Linien, die man aufgreift, die dann den Blick lenken sollen ins Bildinnere, so in den Hintergrund, dass der Betrachter sich einfach überlegt, was könnte da dann kommen als nächstes oder auch wie oft bei den Bildern, dass der Betrachter das Gefühl hat, da wäre ich jetzt auch gern. Offenbar ist es auch für Menschen gemacht, wenn da so ein Handlauf ist oder so und da fühlt man sich einfach wohl. Wie auch immer, also Strukturen oder Linien kann man auch in der Natur finden, denke ich.
Ja, nächster Tipp, beschäftige dich mit Licht und Schatten. Also ihr könnt es auf diesem Bild oder auf meinem Video so ein bisschen erahnen. Heute ist bei mir der Himmel ziemlich bedeckt und die Sonne kommt nur selten tatsächlich raus. Ich habe einheitliches Licht und das ist fürs Fotografieren oft ja ganz gut. Aber das muss ja nicht immer so sein, sondern gerade auch, wenn die Sonne rauskommt, dann hieß es früher immer so, ja, zur Mittagszeit, na, da kann man nicht wirklich fotografieren, das Licht ist zu hart und was soll das Ganze? Würde ich gar nicht so sagen, sondern auch dieses harte Licht hat tatsächlich einen besonderen Reiz. Nämlich ja die Schattenbildung auf Bäumen, ja vielleicht auch auf Gesichtern oder so, auf Wegen, auf Steinen. Also alle möglichen Motive, die vielleicht nicht direkt dargestellt werden, sondern die Schattenwirkung. Das hat den Vorteil, finde ich, das bringt den Betrachter noch mal so ein bisschen ins Überlegen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man also mittags so in so einen Wald reinguckt und die Sonne strahlt, in so einem Laubwald, dann sieht es fürs Auge total gut aus, aber zum Fotografieren ist es echt schwierig mit diesen unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Vielleicht bietet es sich da an, einfach mal auf den Waldboden zu gucken und eben ja so diese Lichtlücken und Schattenlücken dann, die sich so ergänzen, zu fotografieren. Auch da kommt ja eine Menge bei rüber. Der Betrachter sieht, aha, da ist sehr wechselndes Licht, das ist spannend, das scheint irgendwie, das scheint Blätter zu sein. Also auch dieses Thema kann man komplett aufgreifen und kann sich damit mal beschäftigen. Und ich finde, es lohnt sich unterwegs, das muss ja nicht immer mit Kamera sein, einfach mal gucken, welche Schattenbilder habe ich und ist das irgendwie spannend? Und ich finde, Licht und Schatten, ich meine, das sind ja Kontraste und Kontraste sind beim Fotografieren immer irgendwie spannend. Tipp Nummer 5. Ich finde, es trainiert das Auge auch, wenn man nicht einfach irgendwie alles Mögliche fotografiert, sondern wenn man sich zwischendurch immer mal wieder ein Thema überlegt, was man fotografieren möchte. Im Wald können das zum Beispiel junge Bäume sein, das können ja kleine Bäumchen sein, die gerade keimen eben. Das kann aber auch sein, ich fotografiere nur das Thema Laubwald, ich fotografiere nur das Thema Nadelwald. Oder in diesem Beispiel, ich beschäftige mich nur mit dem Thema Sonnenuntergang im Wald. Ja, also die Themen sind ja beliebig, aber dann kann man einfach so eine breite Palette an Ideen vielleicht zusammenfassen und dann kommt man drauf, dass man vielleicht erst weitwinklig fotografiert, dann kann man wieder in den Telebereich gehen, aber man hat gedanklich schon so eine ganze Serie im Kopf, die man fotografieren kann und das hilft vielleicht auch, das Auge so zu trainieren, einfach wieder mal genauer hinzugucken und zu beurteilen, was finde ich denn überhaupt so an den ganzen Orten, wo ich jeweils fotografiere. Ja, also im Wesentlichen wollte ich eins erreichen mit diesen Tipps. Einfach dir nochmal zeigen, man kann selber sehr kreativ sein, auch sich zu überlegen, was kann ich alles machen, um mein fotografisches Auge zu trainieren, zu verbessern. Und das muss ja auch nicht immer alles von der Stange so sein. Es gibt keine Patentrezepte. Ist auch ein bisschen schwierig, weil man weiß ja nie, wann man fertig ist, denn das ist keine Fähigkeit, die man irgendwann so drauf hat und sagt, das reicht mir jetzt, sondern das ganze Üben und Trainieren kann man ja tatsächlich irgendwie immer, aber das ist ja auch Teil des Reizes so, das macht auch einfach Spaß tatsächlich. Für die Waldfotografie speziell habe ich ja vor einigen Wochen, Monaten schon mal ein Video gemacht, was unwahrscheinlich oft angeguckt wurde, für meine Verhältnisse zumindest. Das blende ich dir gerade nochmal an der Seite ein. Deshalb vielen Dank an dieser Stelle, falls du es auch schon gesehen hast oder wenn du vielleicht mal reingucken möchtest. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.